Herzlich willkommen, Freunde, zu Poké-MMO. Oh mein Gott. Was? Wir spielen jetzt Poké-MMO und nicht mehr Pokémon Evolution Online? Richtig gesehen, Leute. Pokémon Evolution Online ist auf Englisch und wir spielen jetzt komplett auf Deutsch. Die ersten 5 Regionen. In Pokémon Evolution Online ist ja noch nicht die eine Region, also Schwarz-Weiß. Und ich freue mich echt auf die Region in Pokémon Evolution allein, vor allen Dingen, weil, ne, ihr wisst, ist da echt eine coole Grafik. Ja, ich bin jetzt Poké-MMO, auf Deutsch halt. Und ich würde sagen, wir fangen mit Kanto an und steigern uns dann hoch. Wir müssen uns aber einen neuen Charakter machen, weil Moritz Granger A ist nämlich schon in der neuen Region, in der 5. Region. Und deswegen müssen wir komplett neu machen. Oh Gott. Hautfarbe. Ja, oh Gott, nee, das ist mir zu. Hä, wie krieg ich das weg? Hier? Ach, hier ist die Hautfarbe. Fail. Ich glaube, wir lassen das. Oder gibt's weiß? Gibt's weiß? Nee, oh Gott. Boah, mit der Maus zu steuern ist das aber blöd. Ist das auch anders? Nee. Dauerwelle. Also, sieht nicht gut aus wie die Dauerwelle, aber okay. Stachelig. Ja, komm, nehmen wir stachelig. Ich hätte gern weißes Haar. Nein. Hä? Hallo, das ist weiß. Okay. Dann nehme ich doch nicht weißes Haar. Hey, das ist ja hier alles fake. What the fuck? Die Farben sind aber nicht aktuell. Was ist rot? Okay. Nehmen wir mal rot. Also, wieso ist weiß nicht weiß? Egal, wir nehmen weiß. So, Farbe wählen. Was nehmen wir für Augen? Augen sehen eigentlich ganz süß aus. Da ich auch in Realität blaue Augen habe, nehme ich das auch. Augenbrauen und was war das? Bärtchen? Nee. Keine. Rücken. Können wir nichts machen? T-Shirt. T-Shirt hätte ich eigentlich ganz gerne. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich davon gern hätte. Sieht schwarz aus. Rot. Komm, nehmen wir rot. Machen wir hier noch irgendwelche Schuhe. Weiß, gibt es weiß? Nee. Weiß gibt es hier nicht, ey. Ach, da sind die Schuhe. Doch. Weiße Schuhe gibt es. Cool, ich sag nämlich nur weiße Schuhe. Und eine Hose. Eine Hose, die wird... Weiß wird sie schon mal nicht, rot auch nicht, sonst haben wir viel zu viel rot. Ich glaube für schwarz. Ja, ja, komm, das passt schon so. Fahrradregion. So, jetzt können wir die Region nehmen, die wir wollen. Ich bin... Hä? Johto gibt es gar nicht, was ist denn? Weil sollen wir einfach in Einal starten? Okay, Leute, wir starten in Einal. Okay, Leute. Da. Ach so, Name. Wo? Da. Wo wird's? Oder wir nennen uns Kamito. Mal gucken, ob es Kamito schon gibt. Und unser Gegner ist der Leon. Passt? Oh Mist. Dann nehme ich Kamito. Ja, Kamito. Oh, guck mal, Moritz Granger sieht fast genauso aus, nur umgekehrt. Naja. Okay, dann. Wollen wir mal das Spiel, ne? Kamikamito! Professor Escher hat gesagt, dass wir... Was? Wo Bell nun wieder bleibt? Oh, da ist Bell. Hallo, Bell. Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Also wirklich, Bell. Dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hierher gebracht. Oh, ups, das sagt der Sheriff. Kamito, also steht dir auch das Recht zu dir, zuerst eins auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Kamito, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann es kaum noch erwarten. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. 5. Region, das war Floink, Serpifeu und Otaru, ne? Otaru meinte ich.
So, ich öffne das Geschenkpapier. Was ist denn? Ja. Oh Gott, wie nehme ich denn? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Serbifall. Floink. Oh, ich finde ja die Endentwicklung von Floink richtig scheiße. Deswegen nehme ich, glaube ich, Otaru. Otaru habe ich noch nie genommen. Ja, ich nehme dich. Otaru! Oh, also ich nehme dieses Pokémon. Und Sharon bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an Serpifeu haben. So, und jetzt? So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell. Die Pokémon sind noch viel zu schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Oh. Also, Kamido, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Okay, jetzt Floink. Ich habe Otaru. Otaru, Otaru. Kampf. Okay, Kampf, Enter. Und Tackle. Tackle. Oh, super. Super, super. Dann machen wir nochmal Tackle. Das andere kann ich ja nicht. Oh Gott, ich bin nicht der Mensch, hallo? Gut, ich bin schneller. Ich bin schneller, ich muss aber noch mal den Ton ein bisschen leiser machen, glaube ich. So, Floink wurde besiegt. Super! Gut gemacht. Gut, jetzt sieht es hier aber aus. Eben Einstellung schnell, Ton. Ich weiß nicht, ob das das hier ist. Machen wir mal 7. 7. Und hier machen wir auch 7. Ja. Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, jetzt schon dir doch bloß... Jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Was? Was ist denn hier passiert? Das ist so wie ein Hempels unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Kamito, oder? Doch. Doch, doch. Ja, wo ist das hier wieder aufräumt, ich? Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Sharon hat das Pokémon von Bell geheilt. Ein Sieg davon zu tragen, ohne dabei KP, also Kraftpunkte einzubüßen, ist in der Tat kein Pappenstiel. Bedenke aber, dass die AP, also deine Angriffspunkte, zwangsläufig abnehmen. Okay. Was will Bell denn jetzt? Hey Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch einmal in einen Kampf schicken? Wer so gut Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilendes Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch wohl kaum zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Ja, genau. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles Serpifeu. Ich habe mir auch noch überlegt, dass wir hier wirklich nur Pokémon nehmen, die in dieser Region fangbar sind. Nicht fangbar sind, sondern die neu dazugekommen sind, weil Fleischer gibt es glaube ich auch. Oder sowas. Ne, das... halte ich für selbstverständlich, weil Kleinschein sieht man halt in Kanto-Region und Masse. Serpifeu! Das ist nur ein Gespamme, das ich eigentlich auch ganz gut finde, das Kampf hier oben ist. Was ist denn eure Lieblingsregion? Meine ist ja Hoenn von Smaragd. Oder ist es überhaupt? Ich glaube doch nicht. Ich glaube, Sinnoh finde ich am coolsten. Weil es auch dieses große Schneegebiet gibt. Das finde ich mega geil. Da würde ich auch wohnen wollen. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung entschuldigen. Ich auch. Ja, mach das mal hier.
Unten habe ich den Link verpackt, ja, wo ihr das Spiel hier spielen könnt. Das könnt ihr auch mit Freunden spielen. Also ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr statt Essen nicht lieber Professor Escher besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Escher bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Ja, wir gehen und jetzt will meine Mutter bestimmt mit mir reden, oder? Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Kabito, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich es vergesse, nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter und vergiss deinen Visocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich habe Pokémon Schwarz und Weiß zwar durchgezockt, aber es ist, glaube ich, auch schon mindestens 10 Jahre her. Haut das hin? Nee, Platin wurde, glaube ich, letztes Jahr 10 Jahre alt, ne? Dann dieses Jahr vielleicht doch 10 Jahre. Ich bin da gar nicht so sicher. Wann kam es 2012 raus? Oh, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Auf jeden Fall sieht es besser aus als auf dem DS, würde ich fast sagen. Ne? Oh nein, 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 nein. Aber ich habe doch Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Hallo, mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich auch mal auf den Weg. Ich warte auf dem Labor auf dich. Okay, Bell. Ich geh mal raus. Ich will nicht mit dem Papa von Bell reden. Turbo-Treter habe ich nicht, ne? Schade. Schade, schade. Ach, hier ist das Labor. Lol. Hallo? Jetzt aber los. Auf zu Professor Esche. Oh, da kommt die Werte raus. Hallo. Oh, hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professor Esche, wir kennen Sie schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh gut, jetzt rennt sie hin und her. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen? Das ist ja großartig! Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr eurem Pokémon einen Spitznamen geben? Nein. Professor Esche, verstehe, verstehe. Ihr sollt keinen Spitznamen bekommen. So kann man es auch handhaben. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Gold, richtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Es ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einer-Region zu durchforsten und endlich hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles im Pokédex. Kamito, Sharon und Bell, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei die Pokédex zu vervollständigen? Ja. Ja, bin ich. Ja. Ich meine natürlich, jawohl. Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Dann haben wir unseren Pokédex. Super. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Ach, meine Stimme tut nur gering weh. Wenn Professor Escher uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder?
Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will. Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir der Pokédex vervollständigen. Was ich mich hier noch frage, ja? So gibt es jetzt die eine Region, aber nicht Johto oder Dingsbums. Oh, das ist mir zu viel Text, ne? Ganz ehrlich, ey. Dankeschön für die Karte, Mama. So, super, super. Guck mal, sie gibt sogar den anderen beiden auch eine Karte. Sie bedanken sich. Und das Zimmer ist schon aufgeräumt, das ist super. Und jetzt darf ich auf Reisen gehen, oder? Darf ich auf Reisen gehen? Komm, komm, Mama. Komm, Mama, lass mich gehen. Danke, danke, Mama. Oh, ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Escher erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Kamito, wir sollten uns sputen. So, kleiner Funfact zu Pokémon Schwarz-Weiß. Eigentlich sollte das alles ins Endgame kommen. Aber damit wären die Editionen viel zu groß gewesen und deswegen hat man sich entschieden, einfach zwei Editionen rauszumachen. So, lass uns rein vielleicht. Blablabla. Ja, okay. Hui, super. Ja, du bist aufgeregt. Ich auch. Jetzt unser erstes Pokémon. Hier gab's Drizzlegur, ne? Oh, ich hasse ja Drizzlegur, ey. Oh, ist das hässlich. Oder? Gab's das hier? Drizzlegur. Sechste Edition, was? Ja, Drizzlegur muss es sein. Oh, 5 Pokébälle. Gab's hier Nagelutz? Ja, ne? Ja, was ist hier noch? Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ja, ja, ja. Pokébälle, ja, ja. Kann man in der Stadt kaufen, danke. Oh, ich weiß, wie man kämpft. Hallo, lasst mich kämpfen. Ich weiß, wie man Pokémon fängt, Bell. Danke. Ja, ja, Sharon. Ja, ja, ich werde schon alles fangen hier, ja? Mach dir keine Sorgen. Ja, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche ein... Ich weiß nicht, was es hier gibt. Ein Yorkleff. Stimmt, die gab es ja hier auch. Oh, süß. Yorkleff war süß. Die Weiterentwicklung war zwar nicht mehr ganz so süß, aber... Okay. So, Tackle. Okay, ein Tackle hält es noch aus. Können wir noch einen Tackle machen. Also, ist es tot? Nee, ist es nicht. Dann können wir jetzt unser erstes Pokémon fangen. Beute. Bärenbälle. Bälle. Und? Hui. Dip. 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 Tschum. Hui. Ein Yorkleff haben wir jetzt. Super. Oh, ich dachte, es gibt einen Pokédex-Eintrag, den man sich durchlesen könnte. Ein Nagelotz. Oh, hatte ich doch recht, dass es die hier gab. Fangen wir uns auch mal. So. Kampf. Tackle. Tackle, Tackle. Gab es hier eigentlich schon Erfahrungspunkte, wenn man Pokémon gefangen hat? Müssen wir gleich mal drauf achten. Überblick, okay. So, wir haben jetzt so viel ungefähr. Dann gucken wir mal hier. Pokéball. Flieg und Sieg. Na, na, na. Komme ich dafür Erfahrungspunkte? Na, ich glaube nicht. Doch. Doch, bekomme ich, glaube ich. Okay. Okay, dann ist es auch ganz gut, dass man hier die Pokémon einfängt. Hier wird es wahrscheinlich nur das gleiche geben. So. Gibt es hier noch was Besonderes? Noch ein Yorkleff. Das könnten wir ja vielleicht besiegen. Mit Aquaknarre. Ich hoffe, das hat eine Animation, die Aquaknarre. Komm. Ja, hat eine Animation. Zwar keine schöne. Da finde ich die Animation in Pokémon Revolution Online ein bisschen besser. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh, ich wollte gleich wechseln. Kampf mit Aquaknarre. Boah, einer ist schon fast so blind für mich, ey. Weil ich habe es wirklich nur zum Release durchgespielt. Und danach habe ich es nie wieder angefangen. Angefasst. Oder? Ah, doch. Gab es hier nicht auch diese komische Stadt, die man später besitzt? Wo man seine Trainingsdojos hinmachen konnte und sowas? Glaub schon.
die Mall, die Pokémon Mall, glaube ich. Ach, jetzt ruft Professor Escher an, glaube ich. Tag auch, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit Pokémon inzwischen richtig gut versteht. Oh, hallo Professor. Ja. Ist in Ordnung. So. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Text hier überhaupt vorquaken will, weil es nervt schon dezent. Wir können ja mal hier unten reden, weil da hinten ist Professor Escher schon wieder. Hallo. Na? Ja. Boah, die Stadt hier, die sieht aber hier runtergekommen aus. Ich kam mir eine Idee, da eine Treppe runter zu machen. Ist da hier was? So, gab es hier irgendwas? Ich glaube, das ist nur die Erklärstadt. Gehen wir hier hoch. Okay, die können wir auch noch im anlabern. Hallo. Ja, sehe ich genauso. Ja, ihr habt geheiratet und jetzt wollt ihr Pokémon tauschen. Ja, das könnt ihr mal machen, ne? Ich habe hier niemanden geheiratet. Und wenn ich hier jemanden heiraten würde, dann wäre das... Müsste ich überlegen. Welche weibliche Person finde ich eigentlich ganz cool? Im Pokémon-Universum. Welche Person? Boah, ist echt schwer. Da gibt es jetzt nämlich niemanden, den ich so den Vortritt überlassen sollte. Serena wäre zu jung. Und sonst... Lucia? Oh, ich weiß... Boah, weiß ich echt nicht. Mike wäre zu nervig, glaube ich, mit einer Zeit. Ja, ich glaube, ich würde Lucia nehmen. Oder... Nee, ich würde Lucia, glaube ich, nehmen. Ja, hast du fit gemacht? Dankeschön. Kann ich jetzt weitergehen? Ach, die Olle ist ja da noch. Oh, ja, erklär mir noch den Poké-Dingsbums hier. Pokémon PC. Ja. Bildschirm. Ja, Lagerungssystem. Danke. Und der Pokémon-Markt. Das ist, glaube ich, das erste Pokémon, wo beides zusammen ist. Das gab's, glaube ich, auch in XY, oder? Dass beides zusammen ist. In Oras wiederum nicht. Und in Sonne und Mond, da gab's auch zusammen. Ja, dann wird's wahrscheinlich im neuen Pokémon-Schwert auch zusammen sein. Würde ich jetzt mal so tippen. Oh, eine Versammlung. Keine Ahnung, lass uns das mal anschauen. Team Galactic? Mal gucken, ob es Galactic war. Hört mich an, mein Name lautet G-C's. G und C's, wie die Tonfolge. Cis. Ich spreche für Team Plasma. Oh, war es doch nicht Galactic. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. War Galactic dann Sinnoh? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in endgültigen Knechtschaft halten. Sie wie ihr Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber,
welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber dem Pokémon ist. Nicht wahr? Okay. Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die hehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben. Leben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Ich finde, der hat schon recht. Dass die Pokémon in Pokébällen kämpfen, ja? In Pokémon-Bällen kämpfen, ja. In Pokébällen, gefangen sind, ne? Da hat er schon recht. Ich gebe ihm auf jeden Fall recht. So, ach, jetzt der Typ wieder. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Mein Güte, sprichst du schnell. Da wird mir ja ganz schön winderlich. Aber war das eben dein Ernst? Bla 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 bla. Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist Kamito. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und du warst noch gleich... Ach ja, Kamito, stimmt's? Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Oh, jetzt gibt's einen Kampf gegen N. Wow. Fililu, eine süße Katzi. Katzen mögen, glaube ich, kein Wasser, oder? Deswegen setzen wir mal Aquaknarre ein. Ah, es ist aber schneller als ich. Ach, Tuppel. Nein, Zuhua. Zuhua ist aber auch eine Katze. Oder? Zuhua. Ich würde sagen, eine Katze. Oder ein Fuchs. Katze oder Fuchs. Oder ein Katzenbär. Würde auch ganz gut passen. So, Zuhua haben wir. So. Reicht es für Level ab? Ja, reicht es. Gut. Ah, jetzt kommt die Katze. Feleo. Aquaknarre. Ich hoffe, ich habe Aquaknarre eingesetzt. Ja, habe ich. Sehr gut. So, Katze. Aua, aua. Unteru. Ich hoffe, es geht dir gut. So. Feleo wurde besiegt. Unteru erhält 71 Erfahrungspunkte. Super. Level 9. Es gibt tatsächlich jemanden, der mich schlagen konnte. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokébälle eingefärscht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf ändern. Oh. Ja. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nicht auf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du sollst auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um einen erfolgreichen Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. So, Leute. Ne? Pokémon, ich muss mal kurz das eingeben, Orion City. Ist das nicht? Nee, ist es nicht, hä? Ich dachte, Pokémon Orion City wäre... Ach, Orania City heißt die in Kanto, ne? Stimmt. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Das Projekt wird wahrscheinlich alle 3 Tage kommen. Ich sag jetzt speziell wirklich 3 Tage, weil ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in der Zeit zum Aufnehmen komme. Vielleicht schaffe ich sogar alle 2 Tage, das werden wir dann sehen, ja. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.